Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht nicht um die bayerische Staatsregierung, es geht um die Bürger und Zuschauer in Bayern. Sie haben ein Recht, sich aus vielen unterschiedlichen Quellen zu informieren. Und dazu muss man sagen, dass das lokale und regionale Fernsehen eine erfreuliche bayerische Spezialität ist. Wir haben auf der einen Seite den Bayerischen Rundfunk, der landesweit ist und nur ab und zu mal aus Regionen berichtet. Und wir haben auf der anderen Seite oft Monopoltageszeitungen, die aus ihrer Sicht die Ereignisse kommentieren. Und dazwischen, wenn die Anbietergruppe gut organisiert ist, worum sich ja die BLM bemüht, es klappt nicht immer, aber haben wir die unabhängigen lokalen und regionalen Fernsehanbieter. Das Recht auf Pressefreiheit, was in Artikel 5 Grundgesetz steht, ist ja nicht nur das Recht von Journalisten und Verlegern, ihre Meinung zu verbreiten. Es ist auch das Recht der Zuschauer, sich aus unterschiedlichen Quellen zu informieren. Die Funkanalyse Bayern zeigt, dass die Regionalsender zunehmend Zuschauer gewinnen. Und in Aschaffenburg oder in Rosenheim oder in Ingolstadt, wenn da eine tägliche lokale Fernsehsendung ist, ist das eine absolute Bereicherung, die wir unterstützen müssen. Das hat mit Regierung nichts zu tun. Das ist das Recht der Zuschauer. Ich danke Ihnen.